mein Freund hat diese Woche frei und ja, wir wollen ein bisschen einkaufen, weil ich habe ein paar Sachen gebraucht und deswegen sind wir direkt nach Villach gefahren. Also wir sind ja von Klagenfurt, wir sind nach Villach gefahren und wir sind ein bisschen in der Weltgeschichte herumgefahren und haben ein bisschen ja, die Geschäfte unsicher gemacht, sagen wir mal so dazu. Ich habe ein paar Sachen wirklich gebraucht und ein paar Sachen eher weniger. Aber ich will euch mal die Sachen zeigen, die was wir gekauft haben. Fangen wir direkt einmal an beim Daddy. Ich habe mir nämlich da endlich eine Kaffeetasse gekauft oder gefunden, die was meinen Ansprüchen entspricht. Ich bin eine Kaffeesucht und ich tue es einmal neben meinem Kopf hin, dass man ungefähr den Vergleich sehen kann. Ich bin ein Kaffeesucht, ich liebe Kaffee. Diese Kaffeetasse hat 3,50 gekostet. In Deutschland kostet sie nur 3 Euro. In Österreich 3,50. Ich finde die so toll. Ich hasse zwar das Muster, was drauf ist, aber prinzipiell die Größe ist richtig genial. Und das Muster werde ich mir auch noch gewöhnen können. Leider hat es in dieser Größe nur dieses Muster gegeben. Doch es wird noch eine andere geben, da ist eine Glocke drauf gewesen. Und ich brauche keine Glocke, wo mein Kind dann umdrückt oder ich komme gar einmal versehentlich dran und das läutet dran. Aber ist die nicht cool? Die ist riesengroß. Und für einen Euro habe ich dann auch noch für meine Kinder so eine Tasse mitgenommen. Das sind Plastiktassen mit Bären drauf. Es sind 3 Stück, die waren natürlich gemeinsam. Ein Sackerl drin und ich habe sie nur auf Fuhre ausgepackt, dass es nicht so knistert. Und ja, für den Sommer dann, jetzt dann für die warmen Getränke oder auch dann für den Winter, für einen Tee oder so, finde ich die richtig genial. Wir haben einfach wieder welche gebraucht. Unsere sind halt total hässlich und deswegen habe ich gesagt, den nehmen wir mal mit. Ein Teil, was ich schon wirklich lange suche, das hat 2,75 Euro gekostet. In Deutschland kostet es 2,50 €. Das ist ziemlich cool, dass das da oben steht. Das ist eigentlich ein Pommes-Gemüseschneider. Ich werde es für Champignons benutzen. Ich hasse nichts mehr wie Champignons schneiden. Normalerweise macht es mal die Elena. Die Elena ist jetzt aber leider im Kindergarten am Tag. Jetzt muss ich die Champignons selbst schneiden. Sie ist normalerweise mit einem Plastikmesser klein gebröselt. Und so kann ich das gleich selbst schnell machen. Wenn mein Kind gerade nicht versklavt wäre dafür, aber sie liebt es einfach. Sie hat schon immer, wenn sie die schon gesehen hat im Geschäft, wollte sie mitnehmen, nur dass sie sie schneiden darf. Und ja, jetzt ist sie nicht daheim, wenn sie im Kindergarten ist und so kann es dann schnell selber machen. Vielleicht ist bald die Emily soweit. Dann habe ich mir ein Make-up-Schwämmchen, Make-up-Eye mitgenommen für 2,30 Euro, 2 Euro in Deutschland. Das ist violett und ich habe gedacht, das ist ein bisschen größer wie meins. Meins ist ja richtig mini und das ist einfach mal größer zum Probieren von Teddy. Mal schauen, ob das gut ist, ob es was kann. Bin schon richtig gespannt, wie es anfühlt. Sehr lustiges Material. Fühlt sich ganz anders an wie mein richtiger, also nicht wie mein richtiger, wie mein anderer. Ja, werde ich auf jeden Fall testen. Ich brauche jetzt dann sehr viel Make-up-Schwämmchen, weil ich habe jetzt ein Make-up, das was nur mit Make-up-Schwämmchen aufgetragen werden kann, wenn ich den Primer, der was dafür geht, benutze. Deswegen, ich will dieses Make-up aufbrauchen oder viel benutzen im Sommer, weil es einfach schön ausschaut. Und ja, deswegen habe ich ein Make-up-Schwämmchen gebraucht. Etwas, was ich überhaupt nicht gebraucht hätte. Normalerweise, ich wollte eigentlich nur Sachen kaufen, die was ich wirklich benutzen und brauchen werde. Aber das habe ich einfach nur mal so gekauft, weil es mich interessiert hat, ob das von Teddy gut ist, das ist ein Kajal mit Anspitzer. Der hat 1,75 € gekostet und der Anspitzer hat mich auch sehr interessiert, weil ich einen gebraucht habe. Ich finde meine zwei nicht mehr, ich habe schon zwei, ich finde sie aber nicht. Ja, ich habe sie wahrscheinlich so weggekauft, dass die Kinder nicht dazukommen, da sind jetzt zwei Kajal drinnen. Testen wir die einmal gleich mal, wie sie schreiben. Oder werde ich dazu ein eigenes Video machen vielleicht einmal? Nee, da schauen wir direkt einmal so jetzt an, wie die sind. Das ist sicher interessant für einen oder anderen, wie die so sich verhalten, wenn ich es aufkriege. Ob die weich oder hart sind, weil sie sind ja vollkommen verpackt. Es gibt auch keinen Tester dort. Schön finde ich, dass sie sogar noch ein Käppchen haben und schauen wir mal. Ja. Also eigentlich funktionieren die sogar sehr gut. Die sind butterweich. Wow! Bin jetzt dann nochmal begeistert. Ich werde auf jeden Fall einmal Get Ready With Me damit machen, weil das schaut nicht schlecht aus. Ja, bin schon neugierig, wie lange die am Auge halten. Ja, so lassen sie sich sogar noch ein bisschen verblenden. Wahrscheinlich werden sie dann auch verschmieren am Auge. Schauen wir mal. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Gut, das war Teddy. Jetzt waren wir dann auch noch beim Futterhaus. Da habe ich für meine Hunde diese Liga mitgenommen.
Das sind so Trixi. Normalerweise nehmen wir einfach von irgendeiner Marke. Das sind so eine Dinger. Da ist kein Getreide dabei. Das ist nur Fleisch. Und, oh, da ist Maisstärke drinnen. Bei den anderen ist es, glaube ich, nicht dabei. Aber auf jeden Fall, das lieben sie. Auf jeden Fall ist es glutenfrei, weil die Hydra verdaut kein Gluten. Der Xanthus ist eigentlich sehr robust. Der kann eigentlich alles fressen. Ob ja, manchmal, wenn er richtigen Blödsinn frisst, weil er tut nämlich manchmal raus und groß frisst, dann übergibt er sich. Genau. Das, keine Ahnung, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, da habe ich ja gar keine Rechnung mitgenommen. Aber das kostet so um die 2 Euro, glaube ich. So, das erste ist fertig. Jetzt nehmen wir die nächsten Sachen. Und zwar waren wir beim DM. Oder noch irgendeine Rechnung? Vermutlich nicht, aber das kostet unter 1 Euro. Das. Beim DM habe ich dann das gekauft, bei Lea mit. Ich bräuchte normalerweise kein Haarshampoo, Leute. Allerdings habe ich mir mit diesen von Action, diesen Haarshampoo plus Spülung, also das plus Conditioner, so meine Kopfhaut versaut. Sage ich jetzt einfach mal so dazu, dass ich jetzt unbedingt was mit pH-neutral kaufen habe müssen. 5,5 pH-neutral, weil meine Haut einfach vollkommen im Popo ist. Die ist trocken, das kann man sich nicht vorstellen, die juckt immer wieder einmal. Deswegen hoffe ich einmal, dass ich, wenn ich das jetzt ein paar Wochen mit dem spüle oder ein paar Mal mit dem spüle, dass ich dann ein anderes wieder nehmen kann. Und ich werde mir das wahrscheinlich dann auf die Seite stellen, weil das sollte sowieso bis 2020, sollte länger, dann kann ich es immer wieder benutzen, wenn ich ein blödes Haarshampoo erwische. Bis ich einmal irgendwann eins da finde, was mir auch taugt. Nur diesen Geruch, ja, ich finde den Geruch von dir nicht so toll. Ich hätte gerne halt ein richtiges Haarshampoo. Weil da ist ja die Pflege nicht so gut für die Haare. Aber für die Kopfhaut reicht es. Das ist perfekt. Dann habe ich eine Maske von Garnier mitgenommen. Die habe ich schon benutzt gestern. Die werde ich gleich mal Aufkochkörbchen tun. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die kostet. Mal schauen, ob ich da was finde. Aber die kennt sicher von Garnier. Das ist die mit Kamillenextrakt drinnen und Hyaluronsäure. Das habe ich mir gestern am Abend drauf getan. Und ich finde, davon glänzt die Haut so schön. Und sie ist so weich und voll und richtig super. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann einmal auf so teure Masken umsteige. Aber bei der, liebe Miss Biggie, sie sind dran schuld. Weil ich finde nämlich richtig gut, diese Masken. Und ich kaufe sie mir jetzt manchmal einmal noch. Und die benutze ich ja immer so voll, weil ich denke, oh, die ist zu Hause, schnell auf damit. Dann habe ich noch für 2,75 Euro einen Pinsel ergattert. Das ist ein Make-up-Pinsel, Foundation-Pinsel, Primer, Brush. Ich weiß nicht, was ich damit machen will. Ich wollte ihn haben. Ich wollte ihn einfach haben. Ich glaube, den habe ich bei der Miss Colleen gesehen. Kann das sein? Und, oh, der ist so weich. Okay, der ist wirklich weich. Ich hoffe, das ist der. Du hast ja den da, oder? Falls du mein Video schaust. Der ist ultimativ schön. Und voll weich. Ich weiß nicht ganz genau, was ich damit machen will. Ich habe mir gedacht, upsasa. Foundation. Dass ich meine Foundation damit schnell auftragen kann. Weil für manche benutze ich gern Pinsel und für manche benutze ich gern diese Make-up-Stämmchen. Genau. Gut, das war jetzt an einmal DM. Und dann gehen wir mal weiter. Wir waren auch beim Müller. Erstens einmal etwas, was unbedingt einkühlen will. Mein Freund liebt diese Kinder Happy Hippo. Wollte ich die nochmal zeigen, weil die sind so lecker und wir müssen die unbedingt einkühlen. Eins hat meine kleine Tochter schon gegessen. Eins fehlt schon. Die wollte es unbedingt haben und man kann so einem kleinen Baby nichts unterschlagen, auch wenn es um Schokolade geht. Naja, wir waren den ganzen Tag unterwegs und sie hat es dann gekriegt, weil sie so brav war. Bei denen werde ich einfach die Preise einblenden bei Müller, weil ich habe nichts im Kopf. Gut, dann habe ich genug. So eine Sauger gekauft. Ich habe davon ja schon die Flaschen gekauft. Jetzt habe ich so eine Sauger gebraucht. Die gibt es nur noch beim Müller. Und die werde ich gleich unten herrichten, weil bei allem muss ich schon austauschen. Leider hat es die nur in Weiß gegeben. Ich hätte sie so gerne in Grün oder in Pink gehabt. Ja, sehr unnötig, aber ich wollte es trotzdem haben. Und ich finde es das gut, dass ich da nicht gleich neue Flaschen kaufen muss. Dann, oh, das habe ich aber ganz vergessen. Das muss ich auch noch herrichten. Boah, das ist jetzt ein bisschen verstört. Für meinen Vater, der hat nämlich Geburtstag. Oh, jetzt ist das umgedreht, schaut sich das an. Egal, der hat Geburtstag gehabt, da habe ich mir so ein Set mitgenommen, weil ich finde, Hauteincremen ist wichtig und ja.
Er ist auch so ein heller Typ wie ich. Also meine Mutter ist ein bisschen dunkler wie ich, mein Vater ist ein bisschen heller wie ich und ja. Aber er ist auch so ein Typ, der was schneller rot wird. Deswegen habe ich gedacht, passt das eigentlich gut? Weil ich weiß nie, was ich ihm kaufen soll. Ich weiß nie, was ich meinem Vater kaufen soll. Deswegen einfach das. Oder vielleicht kriegt er noch irgendwas dazu. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht gehe ich Blumen einkaufen. Die hat er eigentlich auch sehr gern. Aber ich weiß es sonst nicht. Ich habe immer alles. Er kauft sich ja immer alles sofort. So. Dann von Nivea Man aluminiumfreies Deo. Super, hat aluminiumfrei gekauft. Das freut mich sehr. Das finde ich voll cool von ihm. Hätte nicht gedacht, dass er darauf achtet, mein Schatz. Muss ihm dann gleich hinstellen und sagen, dass ich welche habe. Aber wahrscheinlich hat er das ignoriert und sich jetzt selbst das mitgenommen. Dann habe ich Wattestäbchen und zwar habe ich die absichtlich gesucht, dass das welche mit Plastik dran ist. Das hört sich jetzt zwar doof an, ich habe welche ganz normal. Allerdings, mit die ganz normal funktioniert das nicht und ich benutze diese Plastikdinger ziemlich oft. Also, kennt ihr das? Bei den Fensterbanken, da ist immer dieser Riss. Und da tue ich dann immer um dieses Wattestäbchen was rum und dann tue ich das immer ausputzen. Also ich mache mit einem Wattestäbchen das ganze Haus sauber, also in diese Ritzen, weil ich dann immer auf eine Tür rumtue. Und dafür finde ich die einfach super und danach kann man sie wegschmeißen, weil sie dann noch voll eklig sind. Aber deswegen habe ich die mit Plastik genommen. Weil ich habe es mit dem Papier probiert, aber daher, dass es so nass ist, was ich mache, nehme ich die natürlich auch. Vielleicht werde ich dann einfach ein paar mehrmals benutzen, weil es ist ja doch ziemliche Verschwendung. Für die Ohren gehen die mit Papier eh. Ich meine, sie brechen mir manchmal ab und dann sind sie nur so krumm und dann kann ich sie ins andere Ohr gar nicht mehr richtig reinstecken, aber sollte man ja auch nicht machen. Also ich tue dann schon die andere Seite ins Ohr benutzen, also ich tue mir auch eine Seite für das und eine Seite für das, einfach nur zum Trocken machen. Aber ich wühle dann manchmal so rum, dass sie abbrechen. Ja. So, was hat mein Freund da noch gekauft? Eine Zahnpasta. Wieder eine mit Weiß. Ich habe ihm davon abgeraten, dass ich es natürlich weiß von Paradontax. Er liebt Paradontax. Und wieder was gefunden. Ich habe mich so gefreut von Teebaumöl Alkmene. Ich liebe diese Mundspülung. Ich liebe diesen Pickel Stick, den man auf die Pickel tut, dass es weggeht. Und jetzt habe ich die Zahnpasta dafür. Die war zwar ein bisschen teurer, aber wenn sie so gut ist wie alles andere. Oh. Oh, schon wieder aluminiumfreies Deo. Rafa Mann. Also das ist von Farbe eins gekauft und eins von Nivea Man. Genau. Und das war's jetzt. Oh, jetzt will ich euch noch meine Schuhe zeigen. Ich freue mich so, dass ich endlich Schuhe gefunden habe. Ich kaufe mir jedes Jahr ein paar Schuhe. Blödsinn, letztes Jahr habe ich mir zwei Paar gekauft, weil da waren wir nämlich beim Primark, da habe ich mir zwei um 3 Euro gekauft, also das waren noch 6 Euro. Da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir gleich zwei mit. Und dieses Jahr habe ich mir wieder ein Schuhpaar gekauft, weil die von Primark, die sind vollkommen hin. Ich habe sie jetzt noch einmal in die Waschmaschine gehauen, ich werde es auch so machen, dass ich jetzt alle meine Schuhe in die Waschmaschine haue. Die, was es überleben dürfen, bleiben, die, was es nicht überleben dürfen, sind bleiben. Natürlich außer diese Schuhe da. Das sind von FLM. Richtig. Also auf jeden Fall habe ich sie beim Motorradgeschäft, die waren in einem Motorradgeschäft und da habe ich die gefunden, sind die nicht schön? Ich hoffe, die gibt es in jedem Motorradgeschäft. Die jetzt auch noch in blau geben, aber sind die nicht hübsch? Ich habe mich so in die verliebt. Ich habe sie mal direkt angezogen. 25 Euro sind heruntergesetzt gewesen, sind jetzt natürlich schon ein bisschen dreckig, weil ich damit rumgegangen bin. Ich habe die Schuhgröße 40, ein bisschen größer wie Unterleib, aber die sind so schön und immer eine gute Sohle und alles drum und dran. Ich hoffe, die halten jetzt halt vielleicht mehr als ein Jahr. Ich weiß noch, einmal habe ich mir Schuhe gekauft, die haben fast 3 Jahre gehalten. Das waren ganz, ganz billige. Also ich ziehe meine Schuhe auch so an, bis sie so hin sind, dass ich sie nicht mehr tragen kann, dass sie schon die Sohlen runtergeht. Und dann benutze ich sie meistens noch wieder am weiter. Ich habe dann immer so ein bisschen das Problem, sie wegzuschmeißen, aber ich muss einmal alle wegschmeißen, was ich immer brauche, weil ich habe sehr viele, die was schon ultimativ alt sind. Und kaufen aber fast jedes Jahr ein neues Paar, also entweder Winterschuhe oder Sommerschuhe. Winterschuhe haben wir schon sehr lange nicht mehr gekauft, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich im Winter rumlaufe im Moment. Ich glaube, da wollte ich mir schon letztes Jahr ein Schuhpaar kaufen, aber da bin ich einfach zu geizig meistens, dass ich sowas kaufe. Und dann laufe ich weiter mit Turnbadschuhen rum. Aber wie gesagt, auf die freie mich schon zum Anziehen, die werde ich jetzt mal gleich errichten. Und ja, sind so hübsch, finde ich nicht hübsch. Und runtergesetzt. Ich finde das immer wichtig, dass die Sachen bei Schuhe runtergesetzt sind.
Also ich kaufe meistens billigere Schuhe, also Sachen, die was runtergesetzt sind, liebe ich einfach. Ich habe ja beim DM diesen Teil nur gekauft, weil er runtergesetzt ist, und bin da meistens in dieser Ecke und schaue, was wegkommt, und nehme das dann. Genau. So, ich muss jetzt alles aufräumen. Ich werde meinen Schatz die Kinderbuhe noch geben zum Einfrieren, Einkühlen. Und ja. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was und bis dahin. Viel Spaß.